Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal. Ja, der gute Fritz Paulus und ich sind immer noch auf der Jagd. Und mit dabei sind noch Silkene. Hi. Der Yuyuka. Hallo. Und der Herr Salentin. Moin Moin. Was treibt ihr denn noch so? Ich fange jetzt an, Holz zu sägen. So, schon werden wir belohnt mit einer wunderschönen Aussicht auf die ganze Gegend hier. Oh, man kann unser Dorf tatsächlich von hier sehen. Man sieht sogar die Schmiede rauchen. Habt ihr die an? Ja. Ah, nee, Bogenschützen? Das ist nicht die Schmiede, das ist der Weg dahinter. Das sieht aus, als wenn das eine riesen Rauchfahne ist. Guck mal in den Killen rein. Ich glaube, einen hatte ich noch angeschmissen. Okay. Das muss ich mal eben als Screenshot hier nutzen. Ja, die Sichtweiten hier sind toll, also... Ja, das sieht geil aus. Apropos Screenshot, wir müssten uns nachher am liebsten auch nochmal aufstellen, irgendwo, wo es nett aussieht, wo wir einen Blick aufs Dorf haben. Ich brauche noch wieder einen neuen Screenshot für Thumbnail. Weil auf dem, den ich gerade verwende, das ist vom relativ Anfang, da sind nur die einfachen Hütten etc. Und ein paar Mitspieler, die schon lange nicht mehr dabei sind. Ja, eigentlich schade, dass uns so viele inzwischen verlassen haben. Oh, ich habe eine Spur. Da könnten sich eigentlich wieder ein paar von den Abonnenten mit dazugesellen, wenn die möchten. Hätten sie vorher schon. Ja, aber irgendwie hat keiner Lust. Wir brauchen Wasserträger, meldet euch. Oh, das Monument ist wieder gewachsen. Die Killen sind schon fast wieder beide drin. Und zwei der Brennöfen. Ja, so viel war es letztes Mal, genau. Ist vielleicht durch den Patch irgendwas passiert. Sucht den Superholzfäller. Wenn ihr mitmachen wollt, kommt einfach auf unseren Server und sägt Holz mit. Oh nein. Ich will das nicht. Lass uns weggehen. Ein Elch? Ja, der Elch des Todes. Nein, schieß nicht auf den! Bist du wahnsinnig? Alter, der bringt dich um, ne? Ich lass dich alleine. Stell dich nicht so an, komm her da jetzt. Wir haben letztes Mal eine halbe Stunde auf den eingeschlagen und er hat uns 8-mal ausgenockt. Der macht das echt, ne? Oh, Kinders. Cojones, ey. Oder einfach nur dumm. Oha. Du wirst auf ewig eine Echphobie haben, ne? Oh, oh. Wieso kommt der denn zu mir? Ich hab doch gar nichts gemacht! Der kennt dich doch vom letzten Mal. Du. Hey, der ist weich, den kann ich verprügeln. Yay. Nein, du hast mich das letzte Mal angeguckt. Nein, ich will nicht. Der ist schneller, als du rennen kannst. Ich hab ihn durch eine enge Gasse ausgetrickst. Schieß von oben runter, schieß von oben runter. Macht barocken Urlaub in Schweden, sieht ein Elch und rennt nur. Lass mich in Ruhe, nein. Das Trauma. Oh Gott, ich häng fest, ich komm hier nicht raus. Oh, jetzt. Wo ist er? Du Wahnsinniger. Au. Schrei doch nicht so. Ich hab mich nur gerade zu Tode erschreckt. Ich such den Elch, hör den, dreh mich um, steht der neben mir im Busch. Getarnt. Alter, der hat mich zweimal gehittet. Ich hab noch 20 HP, ne? Trotz Rüstung. Oh, das wird so schön, das auf der Aufnahme zu sehen von ihm. Was, wie ich mich zu Tode erschreck? Ja. Wo bist du hin? Wie du kaputtgeschlagen wirst. Komm, er hängt fest. Mach ihn nieder. Spick ihn mit Pfeilen. Aber diese Aggression hier. Tod dem unsterblichen Elch. Bring den Kopf mit, ich brauche noch eine Trophäe. Also ich habe den jetzt schon 90 Schaden reingedrückt. Der ist echt festgebackt, den machen wir jetzt alle. Jetzt hat er große Töne. Ja, bis er sich gleich befreit. So, sind wieder 492 Nägel da. Thank you.
Solange jetzt nichts mehr für mich so weit zu tun ist, gehe ich erstmal wieder Terraform und mache den Weg zum Monument weiter. Hau rein. Wie viel Schaden machst du pro Schuss, Fritz? 27,5. Sind auch genug Klappen da auf Vorrat? Müssten eigentlich. Da haut der Bogen aber echt ganz schön rein, ne? Aber, um nochmal mehr Serverwerbung zu betreiben, wir haben auch bereits Wohnplätze für euch geschaffen. Es sind genug Häuser frei. Und wir beschützen euch auch, wie ihr seht, für bösen, garstigen Elchen. Die festgebackt am Stein hängen. Hey, ruhig. Wo ist Sascha? Wo ist hier Dings denn mit seiner Fackel? Hä? Yuyuka, komm mal her mit deiner Fackel da. Ich hab keine Fackel auf. Bin im tiefsten Wald und besorgt das Holz für Baroks Geheimbewand. Aber du bist doch der, der immer die Elche mit der Fackel haut. Nein. Könnt ihr das nachgucken? Ich hab den Elch nicht gehauen. Ich hab's genau gesehen. Dito. Boah, weißt du, wie viele Pfeile und Bolzen der schon gefressen hat? Wir haben gestern letztes Mal eine halbe Stunde auf den eingeschlagen. Also ich glaube, ich habe den jetzt schon 300 Schaden reingedrückt. Wir haben doch gesagt, Alpha Wolf, nachts leuchtet der rot. Hast du noch genug Pfeile? Sieben Stück habe ich noch. Ja, dann geht's mit Händen weiter. Haut rein. Wo seid ihr? Ich bringe euch neue vorbei. Ich wollte es gerade sagen, muss einmal der Munitionstransporter kommen. Wir sind an dem Berg westlich vom Dorf. Wir können aufs Dorf quasi runtergucken. Also an der östlichen Seite vom Berg? Nee, ja, an der östlichen Seite, ja. War noch die Balken weg. Yuyuka, du hast schon mal 13, 14 Balken. Ist das unnormal? Wie viel kannst du tragen? Schnauze. Im Lagerhaus. Hier steht ein Karren mit 33 Erzbitten auf dem Hang. Ist der gerade in Verwendung, sonst nehme ich den zum Terraformen. Also nein, das war der von der Eisenmine, den kannst du nehmen. Gut. Also ich stelle mal die Vermutung auf, Elche sind unsterblich. Nicht sein, den letzten haben wir auch platt gemacht. Das ist ein göttlicher Elch, lass uns die zwei heiligen Tieren erklären und eine Religion drum bauen. Lass sie uns als Wachen da abrichten. Elch gegen Bär, ich setze auf Elch. Würde ich auch drauf setzen, so viel Schaden wie die hier machen. Bei dem Elch? Ja. Ich glaube, wir schießen jetzt seit 6 Minuten ununterbrochen auf den drauf. Der Transporter kommt. Ihr seid nicht im Wald, nehme ich an. Nee, nee. Ja, ich sehe euch. Das hatte ich schon mal. Wenn ihr jetzt weggeht, dass der sich wieder bewegen kann, fällt er manchmal tot um. Also okay. Solange er backt, könnt ihr so lange drauf schießen, wie ihr wollt. Er muss sich wieder bewegen können, dass er quasi den Schaden merkt. Aha. Also sagst du, wir sollen mal woanders hingehen, ne? Ja. Okay, ich riskiere alles. Guck. Ah, okay. Tod den unsterblichen Elch. Mich anhandeln für Pfeile und Bolzen, bitte. Ich mach das viel platt. Haha, die Rache war mein. Das hatte ich auch schon mal, wo ich 20 Minuten auf den eingeschlagen habe. So, den Schädel wolltest du als Trophäe haben. Ja, das wäre schön. Vielen mal Dank. Jo. Alter, der 234 Fleisch. Das nehme ich mit. Das kannst du nicht mehr handeln.
Ja, bitte, weil unser Fleisch ist fast aufgebraucht. Ach, wir haben noch ziemlich viel groß. Ich hab ziemlich noch was unten, aber ich nehm's trotzdem mit. Nee, wie gesagt, handelt mir, ich nehm's gleich mit. Alles, was ihr nicht braucht, könnt ihr mir geben. Ich muss dich gleich nochmal anhandeln. Ja, warte, das ist erstmal Fritz. Krieg schon mal Knochen, Felle, Beifleisch, wow. Danke. Jetzt da. Ich verkünde, ich habe Schreinerei 84 erreicht. Yay, danke für den Kopf. Super. Das Monster. Das Monster, der kriegt einen besonderen Platz bei uns im Lager. Was soll ich denn mit feilen? Und wieso gibst du mir dein Essen? Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Die Hörnchen Fleisch hätte ich noch gern. Ja, das kriegst du gleich. Ich muss nochmal. Ich hatte keinen Platz mehr. Achso. Ich habe noch zu viel anderen Schmuh dabei gehabt. Reichen die Bolzen? Pfeile hatte ich ihm 150 mitgegeben. Ja, die Bolzen reichen. Ich brauche nicht so viele. So, super. Können wir ja direkt weiter. Hast du Kisten bei dir in der Küche stehen? Nein, da steht noch gar nichts. Keine Schränke, keine Kisten. Da ist auch kein Lagerplatz in der Küche drin, gell? Nee, aber die hier bei mir im Wohnhaus, da ist Platz für das Fleisch. Da ist ein Schrank und so. Ein Fass und eine Truhe und bla bla. Der Hinterkarren ist Jojoka, nehme ich an. Der hier vorm Haus steht. Ah ne, okay, da ist auch noch Platz dran. Da schmeiße ich alles rein. Händlerkarren, da ist Stroh drin, wofür ich derzeit keine Verwendung habe. Das ist das Problem. Genau. Ich höre hier da was drin. Aber den Händlerkarren brauchst du ja nicht, oder? Den derzeit nicht, das ist nur Lagerplatz. Weil sonst das Stroh hätte ich sonst ins Lagerhaus geschmissen. Warte. Stimmt. Knurri, hast du den nicht gesehen? Nee. Leg schon mal an, den machen wir platt jetzt. Und ich bin bekloppt. Du, wir haben den Elch geschafft, da ist das ein Witz. Ich schieße. Habt ihr Nahkampfwaffen ausgerüstet? Ich hab welche dabei, ja. Auch ausgerüstet? Ja, brauche ich nur 10. Super. Wieso treffe ich den hier nicht? Eisenmine oben bei der Ausweichhütte ist komplett zusammengestürzt. Und die eigentliche Erzmine müsste auch zusammengestürzt sein. Sprich, die könnte man mal wieder ausbuddeln. Yay. Kleine Apfelbaumplantage ist auch soweit fertig. Müssen die Bäume eigentlich nur wachsen. Hast du mich gerade angeschossen? Ah ne, der Wolf hat mich getroffen. Pass auf, wo ein Wolf ist, sind meistens auch zwei. Ich such mal nach Spuren. Habt ihr ihn schon tot? Ja, klar. Yay. Opfer. Auch bitte die Köpfe mitnehmen. Ich hab unten bei mir im Schrank jede Menge Köpfe. Von Wölfen? Von Wölfen glaube ich nicht, aber diverse andere Tiere. Siehst du? Wölfe. Ich dachte jetzt als allererstes, du meinst Köpfe von Tieren, die dein lieber Hund versehentlich geholt hat. Nein. Nein, das macht er nicht. Der fängt zwar Viecher, schluckt den Ganzen. Genau. Wenn, dann schluckt er sie ganz, wenn sie klein genug sind, oder er tut ihnen gar nichts. Der Wolf hat leider keinen Kopf, den man mitnehmen kann. Nee. Aber wir können hier mal einen Bär suchen. Ja, also nur gefährliche Tiere. In der Kategorie Wölfe, Bären, Elche.
Und da würde ich den Elch aber an Platz 1 setzen, ne? Ey, der steht ja auf 1. Lass mal nach hinten gehen zum Sumpf. Weil wer es nicht weiß, aus Köpfen kann man Trophäen machen, die man zum Beispiel an Wände hängen kann. Was ziemlich cool aussieht. Ja. Kannst bei mir über dem Haustür einmal eins machen. Wir haben hier echt alles ausgerottet. Wir gehen echt mal bis zum Sumpf weiter. Hier rennt auch echt nichts mehr rum. Aber ihr habt schon jede Menge erwischt. Ja. Dafür, dass wir das meiste nachts geschossen haben. Und jetzt am Tag findet ihr nichts. Ja, keine Spuren mehr, ist alles tot. Kein Geflügel, keine Hasen, nichts. Aber immerhin haben wir es geschafft, meine persönliche Nemesis zu töten. Oh, eine Spur. Hier. Siehst du mich? Toll, jetzt sieht man die Spuren wieder so schlecht, ne? Da hinten. Hier, Yuka, falls du noch Zimmern steigern willst, es müsste noch ein Weg gepflastert werden von dem Mühlenplatz zum Überhauptweg. Dass die Fläche mal angebunden wird, dass wir hier schneller hinkommen wegen Terraforming. Eine Bache, dann ist hier auch irgendwo ein Eber. Die könntet ihr vielleicht mitbringen zum Züchten. Ja. Wir haben keine Äpfel bei. Nicht so lange hinterher rennen, lasst sie sich erst auslaufen. Jetzt ist sie müde. Legen sich die Tierchen eigentlich nur noch hin, wenn sie müde sind? Nein. Manche. Eine Elch habe ich schon gesehen. Muss ich ernsthaft noch... Oh.
Die schwere Armbrust geht jetzt auf Plänkler. Und auf was? Auf Plänkler. Und die einfache Armbrust ist normal Bogenschütze. Oder wie heißt der Skill hier? Bogenschütze. Nee, hä? Ja, Bogenschütze heißt der. Und da geht die normale Armbrust auch drauf. Und das musst du erst auf 60 haben. Oh, stimmt. Das heißt, ich muss gleich mit der leichten Armbrust noch ein bisschen die Zielscheibe mal trittieren. So, die 12 Fenster sind fertig. Dann werde ich das restliche Weichholz, was ich geholt habe, für die Gerbewand verwenden. Nämlich viel zu viel Holz gesägt. Muss ich ja gleich noch wieder einen Haufen Stöckchen besorgen, damit ich das ganze Fleisch durchbraten kann, ne? Ich glaube, wir töten echt zu viel. Ich glaube, wir müssen die erstmal wieder spawnen lassen, die Viecher. Ich glaube, wir haben jetzt von da, wo wir angefangen sind, da von der Ostküste bis zum Sumpf oben alles Leben ausgerottet. Ich finde es keine Spuren mehr, nix. Das ist nicht gut für die Population. Der Baum sieht ja krass aus. Fritz, schon irgendwelche Spuren gefunden? Du konntest keine Spuren finden. Das ist echt suboptimal, dass er heute bei dir ist. Yep, er redet mit uns nicht mehr. Richtig, er spricht nur mit dir. Echt? Ich krieg das immer nicht mit. Ja, wenn du ihn doppelt hörst. Würde ich auch nicht mitkriegen. Wenn du ihn doppelt hörst, dann redet er auch mit uns. Wenn nicht, dann nicht. Ja, man hört, also man sieht, dass seine Lampe angeht, aber es kommt nichts durch. Aber dann funktioniert er jetzt wieder. Ja. Sein Mikro war gemutet. Dann lag das da wieder dran. Ihr habt mit seiner fetten Wampe den Mikrofon-Mute-Knopf gedrückt. Das Problem kenne ich. Du bist nicht fett, du bist eine Grazie. Ja, ich weiß. Einfach zu klein für sein Gewicht. Ich bin wie ein Reh, ne? Oder wie heißen die Tiere mit dem Rüssel? So, sämtliche Schreinerbaustellen, die besetzt waren, sind jetzt auch fertig. Auch dein neues Spinnrad. Ich hab Spuren. Du hast Spuren gefunden? Krass. Wo hast du Spuren gefunden? Lebt doch noch was, rottet es aus. Am Sumpf.
bin am Sumpf, ich sehe dich nicht. Wink mal. Ach, da bist du. Da hinten ganz. Aber hier hören sie schon wieder auf. Ich hab sie. Ich habe zu viel Fleisch dabei. Komm zu mir, hier sind Spuren. Hier, wo die Hand leuchtet. Ich sehe nichts. Hier, folge dem Pfeil. Hast du ihn gesehen? Nein, der wäre nur fast in meinen Kopf gelandet. Was, echt? Das war einfach nur so in die Luft geballert in deine Richtung. Ich gehe mal von aus, die Steine kommen hier im Wagen zusammen durch das, was hier noch an Erzen liegt, oder? Nein, die waren für den Mörtel. Aber kannst du rausnehmen. Okay. Hier, Vogelspuren. Komm auch nochmal mit 4 Balken gleich. Und ein paar Brettern. Und die dann bitte auch zügig aus dem Lagerhaus rausholen, weil dafür ist kein Platz eigentlich. Ich bin gerade dabei, das Zeug hin und her zu schieben. Super. Ja, ich habe nämlich mal nachgerechnet. Ich bräuchte 90 Hartholzbretter. Ja, kann ich ja auch machen. Weil dann wären die Türen fertig. Ja, wenn die Balken fertig sind, mache ich das. Kein Problem. Die Balken waren ja jetzt erstmal für Fritz Paulus bestellt, damit die Baustelle fertig wird am Freitag. Valentin hat ja nicht geschrien, dass er mich braucht. Wofür sollte ich dich brauchen? Siehst du, ich bin unnütz. Ich mach gerade ein Terraforming. Solange niemand nach Schmiedesachen schreit, mache ich Terraforming. Dass diese widerliche Baustelle mit dem Weg hier mal fertig wird. Und danach brauche ich ganz viele Stufen. Wo die Hüfer mir gerne bei helfen kann, weil das Zimmern steigert. Was ist faszinierend? Ich krieg nur 3 Balken mit. Ja, süß. Hast halt anders geskillt. Jürgen ist halt der Lastenesel hier. Muss erst mal eine richtige Frau hier ankommen. Ich hab wieder Spuren gefunden. Hör bloß auf, eine alte Arbeitskollegin von mir. Die ist der Nachweltmeister. Stellvertretender Weltmeister gibt's glaube ich nicht. Vize-Weltmeisterin. Ja, in was? Ihr Body. Frauenbody. Im Mittelgewicht. Und arbeitet als Barddame in Casablanca. Na, weißt du ja, mit wem du Streit anfangen musst. Nicht mit ihr. Da hinten. Sekene, dein Pferd backt da so ein bisschen rum, ne? Weit ist weg. Sind 2. Nee, ich hab grad einen Karren hinter mir. Erst den rechten, das ist der Keiler. Wollt ihr das ganze Erz nicht ins Lagerhaus verschippen? Das passt nicht mal ansatzweise da rein. Außerdem sieht's viel cooler aus, wenn wir da so einen riesen Erzhaufen liegen haben. Ich störte eigentlich nur. Würde selbst in ein großes wahrscheinlich nicht reinpassen. Wieso stört dich der Erzhaufen? Könnte man viel lieber ein großes Lagerhaus hinsetzen oder 2. Kannst du eins bauen? Inzwischen glaube ich schon. Nein. Mach ihn weg jetzt! Wenn ja, warum steht's noch nicht? Das ist nämlich nicht viel teurer wie ein kleines. Bergfried, Fachwerkhaus, großer Stall, großes Lagerhaus. Ja, könnte ich bauen. Dann schlagen bitte jedermann Armbrustbolzen ins Gesicht schießen. Also wir mühen uns hier mit Platz ab und der kann schon entsetzen. Ihr habt mich gefragt! Das braucht man nicht fragen! Das ist essentiell! Das ist wie, als wenn ich dir sagen müsste, oh, iss mal was, du siehst ein bisschen hungrig aus. Alter Schwede! Ihr habt nicht nach dem großen Lagerhaus geschrien. Ihr habt nur gesagt, ungefähr seit der ersten Folge, wo ich dabei bin, schreien wir danach. Ihr habt immer nur gesagt, wir wollen ein Lagerhaus haben. Das habt ihr gekriegt. Oh, wenn ich dich finde. Das ist relativ einfach zwischen Lagerhaus und Apotheke.
Wenn du den geplündert hast, verdoktor mich mal eben hier. Das eine kleine Fachwerkhaus, also das primitive Haus, diese Hütte blockiert meine Straße zum Monument. Ich kann hier nicht weiter aufschütten, weil das Ding da ist. Meine Hütte ist dir im Weg? Ja, die kleine hier ganz außen. Ist meine. Ja, jetzt muss ich den Weg ein ganzes Stück nach oben verlagern, weil ich da nicht mehr aufschütten kann. Ja, von mir aus. Wir können es nachher... Moment! What? Jetzt verlagere ich den Weg schon, das passt schon. Hier ist auch viel angenehmer, weil hier ist sowieso eine Kante. Kann ich gar nicht verstehen. Dem Husten ist zu verdanken, dass ich dich gerade hier umgeritten habe aus Frust. Nein, das große Lagerhaus kann ich auch erst seit kurzem bauen. Ich hab mal geguckt. Ich hab 80 erst erreicht vor ein paar Minuten. Oder vor ein paar Stunden. Ja, nee, vorhin hat es noch... Vor ein paar Stunden? Ja, Hartholzbretter sind im Lagerhaus wieder ein paar. Okay. Brauchst du noch irgendeine Weichholz? Gerbewanne sind fertig, oder? Die Gerbewanne sind 5 Stück für Barock fertig. Ja, jetzt wird's langsam wieder duster. Ich würde sagen, wir gehen langsam mal zurück. Dann kann ich dort Leder auch mal ansetzen. Jo, mach ich habe nichts für die Nacht vorbereitet. Schade. Aber es war doch eine erfolgreiche Jagd. So, dein Wunsch wurde jetzt auch erfüllt. Die ganzen Stämme sind aus dem Lagerhaus raus. Yay. Wo steht das große Lagerhaus? Nirgends. Ich bin am Überlegen, ob ich es vielleicht noch in die Stadt setze. Lagerhaus bitte immer an den Punkt, wo wir es auch brauchen und nicht 10 Kilometer laufen müssen, um es ran zu erreichen. Also das große Lagerhaus wäre richtig geil für zum Beispiel den Schreiner. Aha. Wo kommen denn die Knochen, die Felle rein? Die Felle kannst du hier in die Kiste tun. Ich muss mal gucken, wo Solkene die hingelegt hat. In deine Kiste vor der... Nee, im Wagen vor deinem Haus. Ah, okay. Die nächste Baustelle, die ich hier heute noch fertig haben möchte, ist die Laterne. Und die Knochen? Die kommen in mein Haus, in den... In die Kiste, glaube ich. Haben wir noch ein Seil und eine Laterne übrig? Ein Seil haben wir immer übrig. Ja, Seil ist nicht mehr das Problem. Ihr müsst mir nur sagen, wenn ich wieder nachproduzieren muss. Deine Gerbewanne sind übrigens fertig fürs Leder. Ja, da wollte ich mich gleich drum kümmern. Wie viele Pfeile und Bolzen habt ihr verbraucht? Ich habe jetzt noch über... Ich habe ungefähr 20 Stück verschossen. Hatte ich bei euch noch eine fertige Laterne gesehen in der Kiste? Nee, die hattest du alle bekommen, das waren 5 Stück. Dann fordere ich hiermit noch eine Laterne bitte an. Hier, Fritz, wenn du dich nützlich machen möchtest, in dem Wagen hier ist Fleisch drin. Sammel ein paar Stöcker und brat das mal durch. Ne, in dem Wagen, nicht in der Kiste, du Knaller. Ein paar Fleisch, ach ja. Okay, ich glaube, Knochen brauchen wir erstmal nicht mehr. Ich habe jetzt über 600 Knochen auf Lager für Knochenleim. Es sei denn, wir gehen in Großproduktion für Schränke. Ansonsten... Ich habe noch 19 Knochenleim fertig, was ich gerade hochbringe. Hey, ich meine nur, ein Schrank braucht 5 Knochenleim, glaube ich. Ja. Aber was meinst du mit Großproduktion? Wie viel willst du da bauen, dass 600 Knochenleim weg sind? Ah ja? So viel, dass wir ein großes Lagerhaus ersetzen. Also in ein großes Lagerhaus passen so... Juka? Eine Laterne, bitte. Ich habe dich verstanden. Ich will nur eben den Wagen schneller machen. Okay. Also in großes Lagerhaus passen so ein Dutzend Schränke locker rein, die man reinstellen kann. Locker.
Ja, aber die kriege ich ja alle locker zusammen noch. Brauche ich ja knapp die Hälfte vielleicht. Dann lasst mich mal hingucken. Liebe hoch die F3. Und wie üblich haben wir einen Mangel an leichten Fällen. Großes Lagerhaus. Wow. Das baue ich euch größer. Nicht eben mal kurz hier hin. Das ist 7 breit und 9 lang. Das baue ich euch nicht mal eben hier hin. Bau gleich den Handelsposten, dann haben wir Platz. Nein. Ich glaube, der Handelsposten ist kleiner. Der ist kleiner. Echt? Und wir haben massiv überzogen. Oh ja. Ups. Wie lang? 6 Minuten. Aha. Ich war dran, ne? Jo. Jo, also, wenn es euch gefallen hat, dann spielt sonntags mit. Von 18 bis 22 Uhr. Scheiße, ist das dunkel hier. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, schaut bei den anderen rein. Lasst einen Daumen, Kommentar oder ein Abo da und schaltet dann am Freitag wieder ein. Ja, tschö. Tschüss. Ciao. Ciao.